Test. Hallo. Tudelüt. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Heute hole ich wieder das gelbe Messer raus. Ihr seht, eine leicht veränderte Perspektive. Noch ein bisschen dunkel, ich habe noch keine Lampe. Hilft nichts. Damit müsst ihr jetzt erstmal leben. Aber mit dieser neuen Perspektive könnt ihr hoffentlich auch leben. Ich könnte da noch ein bisschen mehr dran drehen, aber ich glaube, eigentlich ist es so in Ordnung. Was wollen wir heute machen? Ihr habt das Messer schon gesehen. Und wenn ihr das Messer seht, wisst ihr, heute wird unboxed. Es geht um Funko Pops, wieder mal. Hey, wer hätte das gedacht? Ich habe hier einen kleinen Karton, den mache ich jetzt mal auf, ganz, ganz unauffällig. Und schau mal rein, was drin ist. Oh, ich freue mich, so Kartons aufmachen, ist so schön. Ihr dürft live dabei sein und es ist so schön, zwei Hände frei zu haben, um das machen zu können. Ha, toll. Ah. So, ersten Karton hätten wir offen. Und darin liegt Verpackungsmaterial. Dieses Paket oder dieses Päckchen habe ich von Steffi bekommen. Danke Steffi, ich freue mich. Bisschen was an Bonchen ist auch noch mit drin, danke. Und jetzt holen wir doch mal den guten alten Priest hier raus. Das Verpackungsmaterial und den Karton. Tschüss. So. Hier ist die Figur. Schaut mal. White Brow Priest aus der Asia Collection. Total geil. Ich bin so begeistert. Steffi hatte gesagt, er ist ein bisschen verdellt. Das stimmt auch, aber im Regal sieht man es nicht. Und schaut euch den an. Wie geil ist der? Bitte schön. Hallo? Der ist ja wohl nur Kult. Hallo, der ist ja wohl Kult. Ich bin so begeistert. Ich freue mich total über den. Super gemacht. Ne? Also das Ding kriegt dann wieder einen Ehrenplatz in meiner Collection. Ich stelle den jetzt erstmal beiseite. Muss eh gucken, wo ich die Pops gleich hinstelle. Ha, ich habe ja gar nicht so viel Platz für alles. Vielleicht stelle ich die tatsächlich einfach mal ganz gepflegt auf den nicht gestaubsaugten Fußboden. Ne? Die Bonchen, ne, kommen hier beiseite. Die werden später noch verputzt. Das war es aber noch nicht. Ich lasse euch doch nicht mit einem Brow Priest nach Hause gehen. Hier guckst du mal. Was noch mehr? Noch mehr. Da ist noch mehr. Jawohl, da ist nämlich noch viel mehr. Und ich schneide es auf. Hier schaust du, wie ich das aufschneide. Oh, was voll nach. Ja. Genussvoll schneidet er seine Kartons auf und freut sich auf den Inhalt und kriegt sie nicht geöffnet. Ja, Verpackungsmaterial. Hey. Ach ja, eine Zeitung. Was gab's denn da? Wo ist denn das? Was haben wir denn da? Schau doch mal. Kann man hier noch bei welcher Laden ist das? Famila. Was hatten die dann da so im Angebot? Ah ja, Spannbetttücher für 5,99. Oh, klar, nicht. Ja, wir lieben unser Verpackungsmaterial. Es ist auch noch mit Polsterfolie drin. Toll. man kann mich leicht begeistern. Na, wäre jetzt noch Bubble Wrap drin, dann wäre es vorbei. Sorry. Okay, wir haben hier eine neue Figur. Ich kann das. Das sieht man so. Ja, man sieht das so. Guckst du, Alien. Ja, auch nicht ganz perfekter Zustand leider, aber auch, ja, das ist okay. Das ist halt, ja, mein Gott. Na. Alien. Habe ich lange, lange drauf gewartet, auf die Figur. Ja, danke DHL, ne, ihr kriegt mal wieder nichts gebacken. Cooles Teil. Ich war anfangs nicht sicher, ob ich sie haben möchte, aber das war jetzt ein guter Preis und irgendwie hatte ich Bock drauf. Alien kommt auf den Fußboden zum Brow Priest. Was könnt ihr denn da eigentlich alles sehen, wenn ich mich da so runterbeug? Ja, nichts Wichtiges. Ja, da nicht meine Adresse sehen. Und natürlich total passend zu dem Alien. Ist hier noch was drin? Nö. Weg damit! Mickey Mouse! Passt doch wie die Faust aufs Auge. Alien Mickey Mouse. Leider keine Alien Mickey Mouse. Schaust du mal hier. Na,
wirklich eine super coole Mickey Maus. Da suche ich ja schon seit ewig und drei Tagen nach der Sorcerer Mickey zu einem guten Preis, aber ja, zu einem guten Preis ist die einfach nicht zu kriegen. Ja, dann nimmst du einfach mal die normale, mein Gott, wollen wir uns anstellen, ne? Gibt Schlimmeres, die ist auch schön. Guckst du mal, Mickey Maus. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, zu diesem Karton hier. Leider weiß ich schon, was da drin sein wird und ihr werdet gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ihr seht, was da drin ist und wie es verpackt ist. Ich zeige euch das mal, ich schneide das mal auf. So. Wie das hier am Ende ausgeht mit diesem Paket, das werde ich euch dann vielleicht in einem der nächsten Videos erzählen können, wenn ich dann in Kontakt getreten bin mit dem Verkäufer. Ich bin schon in Kontakt getreten gewesen mit dem Verkäufer, weil ich ja durch die gute Sam, hallo Sam, die hat da nämlich ihren Renly bestellt und was mit dem gewesen ist, wisst ihr vielleicht. Ansonsten werdet ihr gleich sehen, was mit meinen Figuren hier los ist. Und ja, da ich das schon wusste, was damit los sein wird, bin ich mit den Leuten in Kontakt getreten mit einer sehr bitterbösen E-Mail. Bitterböse, also wirklich schon sehr fies. Da kriegte ich gleich einen Anruf von der Mutter von dem Verkäufer. Der wird dann wohl noch nicht ganz so alt gewesen sein. Nichtsdestotrotz, ich habe mich sehr darüber aufgeregt, wurde auch am Telefon etwas hitziger diskutiert, wobei sie nicht so begeistert war von der Art und Weise, wie ich dann bitterböse solche Dinge sagen konnte, die ich gesagt habe. Wobei ich keine Beleidigung ausgesprochen habe. Sowas würde ich nicht tun. Ne? Ja, das Sammlerherz bricht mir, wenn ich erstens sehe, schaut doch mal rein, wie das hier verpackt ist. Man sieht das auch schon, vielleicht, guckst du, da total zerdellt. Ja, hier oben sieht man das auch sehr gut. Na, das da, wie das verpackt ist, total zerdellt. Das wäre aber noch nicht das Problem. Das Problem kommt nämlich jetzt, davon abgesehen, dass das total zerdellt ist, guck mal, was ich mit dem Pop machen kann. Das kann man normalerweise nicht. Ja, der gute Junge, der die Game of Thrones Figuren gesammelt hat, die ich hier drin habe, die ich jetzt gleich alle auspacken werde, der hat die Kartons aufbewahrt, aber nicht die Inlays. Und als ich ihn in der Anzeige nach der Umverpackung fragte, wie man das üblicherweise tut, wenn man lose Figuren angeboten bekommt, wurde mir gesagt, ja, die Umverpackung ist dabei, die kannst du kriegen, kein Problem. Ich habe daraufhin 6 Figuren gekauft und leider Gottes hat keine dieser Figuren ein Inlay. Und das Beste ist, ist das sicher verpackt, wenn man die so verschickt? Mal ernsthaft? Euer Ernst? Wirklich? Leute, also selbst wenn ihr keine Sammler seid, ja, wenn euch das alles überhaupt nicht interessiert, dann seid doch wenigstens so ehrlich und sagt dem Käufer, was damit los ist, weil das ist doch ein Witz. Ich kann mit dieser Scheiße im Prinzip fast nichts anfangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen kann, das Problem, denn Inlays kriegt man nicht so ohne weiteres gekauft. Tja, mein Anliegen an euch, liebe Freunde von Funkos und ganz speziell Funko-Sammelkiste, ich blende sie jetzt hier schon mal ein. Liebe Funko-Sammelkiste, wenn ihr Out-of-Box-Sammler seid und Inlays für mich habt, ich wäre euch super dankbar, wenn ihr mir einige zukommen lassen würdet, beziehungsweise mich ansprechen würdet, damit wir über einen Preis reden können, na, und Versandkosten und so weiter. Das soll alles nicht euer Schaden sein, wenn ihr mir Inlays zukommen lässt. Es ist auch nicht unbedingt wichtig, dass ich jetzt hier zum Beispiel ein Joffrey Inlay bekomme, denn ich kann mir das teilweise hinfriggeln. Manche Inlays werden passend für andere Figuren. Hauptsache, die liegen nicht so im Regal, weil das ist alberner Scheiß. Okay, wir haben Prince Joffrey. Ich kann sie euch nicht wirklich gut zeigen, die Figur. Na, so von hinten so ein bisschen. Kartons auch ziemlich angedetscht, wie man sieht. Ich zeige euch den mal so. So, Prince Joffrey. Also ich bin mega enttäuscht. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Und da ist auch noch nicht das Ende vom Lied gesprochen. Ich bin noch in Verhandlungen mit den Leuten, wie wir das jetzt finanziell klären, weil es ist dann zu viel bezahlt. Das kannst du vergessen so. Die nächste Figur, auch hier
dasselbe Spiel, na, Hodor. Ja, ich hol die alle raus jetzt. Den kriegt ihr sogar unboxed. Peter Baelish. Ja, der hat es nicht mal mehr ausgehalten in seiner Kiste hier, die auch in einem perfekten Zustand ist. Wenn es da zwischendurch mal brummt, dann schickt hier wieder irgendeiner komische Nachrichten in der Gruppe. Also nicht wundern, wenn ihr Brummen im Video hört. Ja, die Frau, die hat das verpackt für ihren Sohn, wie sie mir sagte, in einem ganz tollen Karton, wo sie früher ihre Gläser drin verpackt hatte, ja, diesen Puff-Inlays. Das finde ich an sich auch nicht schlecht, nur die sind zu klein, liebe gute Frau. Oh Mann, Ygritte hat es gerade so in ihrer Box gehalten. So, hier haben wir Ygritte. Ja, sind Sie Inbox-Sammler? Ja, ich bin Inbox-Sammler, ich sammle die Inbox. Wie macht Picasso schön? Anders kann ich das nicht sagen. Ygritte fällt auch fast unten raus. Fällt unten raus. Ist ja was? Guckst du. Ihr sollt die Figuren ja auch sehen, die ich hier auspacke. Ygritte! You know nothing, Jon Snow. Nothing you know, Jon Snow. Yes. Jon Snow. Der weiß es nicht. Der weiß nix. Die alte Pappnase. So. Oh, weiter. So, hier, guckst du. Das Ding ist sogar abgelöst hier oben. Inzwischen. Da kann ich reinfassen. Durch das Hin- und Herschleudern im Karton hat sich hier auch ganz viel Farbe auf das Plastik gesetzt. Die Kartons sind komplett verbeult. An Wertlosigkeit kaum noch zu übertreiben. Ich mache den Karton jetzt trotzdem mal auf und zeige euch mal den... Das war jetzt wieder mein Bildschirmschoner. Also nicht wundern, es ist hier nicht finsterste Nacht und auch kein Stromausfall. Ja, auch wenn wir hier die Nachtwache am Start haben. Samuel Tarly von der Nachtwache. Ja. Der kleine Bursche. Ja. Irgendwie sieht er aus wie ich, oder? Wenn er eine Brille hätte. Figur. Ja, passt auch ungefähr. Ja. Witzigerweise, der Typ ist bei der Nachtwache und ich sehe unrasierter aus. Oh Mann. Ja, es ist... irgendwie blöd, so ein Video hier, weil ich beende das ja hier gleich, mit so einer Negativmeldung zu enden, aber was willst du machen, ne? Ist halt echt kacke. Ist halt echt kacke, also. So. Die letzte im Bunde ist die gute Brienne von Tart, die hier auch im Karton rumschlagert. Und, ich hole die jetzt auch einfach raus und zeige die euch mal. Brienne! Guckst du, Brienne? Ja. Sehr coole Figur. Ich mag Brienne total gerne. Und wenn man sich mal Bilder von der Schauspielerin anguckt, wenn die mal gerade nicht in dieser Rolle steckt, ne? Gut, die ist gigantisch groß, die Frau, aber die kann richtig, richtig gut aussehen. Ja? Also, Brienne, ne? Geht immer. Ja. Jamie kann es bezeugen. So, der Karton ist leer. Die Enttäuschung ist groß. Ja. Insgesamt bin ich zufrieden, weil ich den Whitebrow Priest habe. Oh, er ist so toll, der Whitebrow Priest. Die Geschichte mit Game of Thrones natürlich echt traurig. Ich hoffe, die Funko-Sammelkiste, die ich jetzt hier wieder einblende, kann mir helfen bei meinem Problemchen. Ansonsten sehen wir uns wieder entweder in der nächsten Popshow
oder eventuell im nächsten Unboxing. Da ist ein bisschen was geplant. Eins kommt sogar vielleicht schon in den nächsten Tagen, denn ich habe noch mehr Figuren am Start. Alles klar, ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald. Tschüss und denkt dran, ne, hier so auf Wiedersehen. Kleines Update zu den Game of Thrones Figuren, das ich gleich mal ans Ende der Videos geknaggelt habe. Sieht scheiße aus, aber funktioniert, ne? Behelfs-Inlay aus Pappe. Wenn ihr da eine bessere Idee habt, wie man das vielleicht machen kann, auch gerne in die Kommentare setzen. Ich bin für alles offen. Solange ich keine vernünftigen Inlays habe, wird das die einzige Lösung sein, um die einigermaßen im Karton zu displayen. Ich stelle die auch noch ganz unten, dass die nachher nicht mehr so viele Leute sehen. Aber ne, ihr seht hier, so funktioniert es. Kreative Ideen bei der Funko-Sammelkiste. Ne? Ich blende sie nochmal ein. Hey, zum dritten Mal in diesem Video sozusagen. Nur ein kleines Update. Irgendwie kriege ich es hin. Das ist halt echt... Oh Mann, ey. Sieht das scheiße aus. Aber ne, wenn man es dann halt im Regal stehen hat, dann ja, guckst du so. Es fällt dann gar nicht mehr so auf, oder? Ja. Ich hoffe, ich kriege vernünftige Inlays. Wir sehen uns die Tage. Ich wünsche euch was.